Gut. Forschung ist Teamarbeit. Deshalb habe ich begonnen, meine Vorlesungen im Team vorzubereiten. Vor 30 Jahren, als ich an die Universität Zürich kam, habe ich meine Vorlesungen ganz alleine vorbereitet und stand dann vor 300 Studierenden in diesem Hörsaal und habe meine PowerPoint-Slides gezeigt. Aber für die meisten Studierenden, und wir haben ja bis zu 600 Studierende in diesen Hörsälen, habe ich keine Ahnung, ob sie jetzt das verstanden haben, was ich gesagt habe. Kannst du mir helfen? Ich komme gerade aus der Vorlesung. Wir haben begonnen, Vorlesungen gemeinsam aufzubauen, Inhalte zu diskutieren. Und daraus ist das Center for Active Learning, das CAL, entstanden, das heute nicht nur mich unterstützt, sondern mehr als die Hälfte der Professorinnen und Professoren. Am Center for Active Learning unterstützen wir Dozierende, Active Learning in ihren Lehrveranstaltungen umzusetzen. Das heißt, wir konzipieren gemeinsam Lerneinheiten, wir entwickeln auch Lernmaterial für die Studierenden und wir begleiten auch Dozierende in den Hörsaal und unterstützen sie bei der Umsetzung von Gruppenarbeiten. Das heißt, dass man ein bisschen wegkommt von der Frontalvorlesung. Diskutieren Sie, warum sind diese Eigenschaften notwendig? Sie werden in Diskussion unterstützt, auch von den Teaching Assistants und vom CAL. Sag ich mal, Biologievorlesungen, die vom CAL geleitet werden, ist es häufiger so, dass man Fragestellungen bekommt, die man gemeinsam als Gruppe besprechen muss. Dadurch bleibt es auf jeden Fall für eine viel längere Zeit hängen. Das merke ich auch bei den Prüfungen auf jeden Fall. Die Zusammenarbeit mit den Professoren ist von daher sehr wertvoll, sowohl für uns als auch für die Professoren, weil wir inzwischen einen sehr guten Überblick haben über das, was die Studierenden hier bei uns im Studium lernen. Wir wissen auch sehr viel darüber, was die Studierenden können, wenn sie in die einzelnen Lehrveranstaltungen kommen. Um die Studierenden aktiv am Lernprozess zu beteiligen, stellen wir ihnen Online-Lernplattformen zur Verfügung, auf denen sie Lernmaterialien finden, Quizze und Übungsaufgaben, an denen sie sich einen Teil des Stoffes selbst erarbeiten und mit denen sie auch ihr eigenes Wissen einschätzen können. Ja, das stimmt. Was meinst du mit dem Ding? Bei uns im Center for Active Learning arbeiten ausgebildete Biologinnen und Biologen, die mit den Professoren und Dozenten auf Augenhöhe biologische Inhalte besprechen können. Lehre hat einen ganz anderen Stellenwert für mich eingenommen. Das macht viel mehr Spaß, eben weil es halt auch eine Teamarbeit ist.